So, willkommen Freunde, wir zocken heute Ghost of a Tale. Lass uns mal überraschen, was die kleine Maus so drauf hat. Die Musik ist ja schon mal sehr märchenhaft. Ich glaube, ich muss mich sogar entschuldigen. Das ist keine Maus, das ist eine Ratte, ne? So richtig sehe. So, du standest vor dem Baron, deine Frau Mera an deiner Seite. Er trug dir auf, ein Lied zu spielen. Der vergiftete Kelch. Da wusste er, wollte sich nicht amüsieren, sondern dich vielmehr auf die Probe stellen. Und du spieltest, aber Mera schwieg nur und ihr Blick war voller Missachtung. Okay. Deine Gesundheit ist schlecht. Drücke, um ein Inventar zu öffnen. Zu essen. Okay. Okay, so. Das ist der Kerzenhalter. Ah, hier können wir umschalten. Sehr gut. Ja, sehr ein umfangreiches Menü, würde ich sagen. Bin ich ja mal gespannt. Und da irgendwie durchsteigen. Es ist leer, das Becken. Okay. Ist aber niedlich gezeichnet, muss ich sagen. Oh, einen Apfelrest haben wir bekommen. Ist das hier eigentlich eine Kanalisation? Kann das sein? Ich dachte erst, das wäre so ein kleiner Kerker oder so. Das Gitter ist in Stein einzementiert und lässt sie nicht öffnen. Oh, Brot. Mysteriöse Nachricht. Triff mich oben auf den Wachturm, verwische deine Spuren und bewege dich unbemerkt. Ja. Zellenschlüssel, also sind wir doch im Kerker. Ja, hier ist die Truhe. Gegenstand nehmen. Wir nehmen erstmal grundsätzlich alles, was wir tragen können. Wir können uns ja später auch noch dazu entscheiden, irgendwie Dinge loszulassen. So, hier haben wir eine Zellenliste. Name Thilo Bade, Akte der Aufwiegelung, okay. Eine Wache hat dich bemerkt, schnell geh zur Truhe und halte RT und A, um dich zu verstecken. Vergiss nicht, es gibt viele unterschiedliche Verstecke. Okay. Ja, ich würde sagen, ich bin die Maus und das ist die Ratte. Oder? Also ich sehe eher aus wie eine Maus, finde ich. Na, schnell speichern können wir auch mit einem RS-Controller. Okay, das ist auch gut. Quasi der hier, ne? Speichern wir mal. Einfach nur mal, um zu testen, wie man speichert. Auf allen Vieren kannst du richtig schnell rennen. Halte LT gedrückt, um zu rennen. Okay. Nein, so viele Sachen zum Einsammeln. Ey. Ich will ja gar nicht so laufen. Stock, ein robuster Zweig, wunderbar zum Werfen geeignet, zerbricht. Da im lauten Knack kann für Ablenkungsmanöver verwendet werden oder um einen hochgelagerten Gegenstand herunterzuholen. Okay.
den können wir hier einsetzen. Frage ist nur, ach so, alles klar. Boah, jetzt bin ich hier in der Brühe gelandet. Lecker, lecker. Ach, grüner Käfer. So. Hier können wir springen, alles klar. Ja, Steuerung ist noch ein bisschen verwirrend. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den Stock werfen soll. Dunkel hier. Okay, dann habe ich schon die Idee. Dann nehmen wir noch mal die Fackel. Spitze. Wenn wir hier drauf können. Das haut nicht hin. Können wir die Bank verschieben? Nee. Das wäre ganz gut, wenn wir hier drauf klettern könnten. Hab so eine Fackel irgendwie die tiefer hing oder so. Ah, hier haben wir noch einen Apfel gefunden. Tritt behutsam auf und versucht die Wachen nicht zu wecken. Man kann dich hören, beweg dich langsam, um weniger Lärm zu machen. Man kann dich sehen, geh schnell aus dem Sichtfeld. Wahrscheinlich der andere Weg besser. Hier ist das Becken, hier können wir uns verstecken. Nichts drin, okay. Pilze, also wir finden ja jede Menge Nahrungsmittel, das ist auch ganz nice. Irgendwas machen. Vielleicht hier drauf und dann. Man sammelt da Pilze. Mit Y kann ich werfen. Jetzt haben wir den Apfelrest auch bekommen. Sehr schön. Brauchst eine Lichtquelle, ja. Die Fackel hier nicht von der Wand nehmen. Gar nicht, wenn wir nur jetzt noch mal einen Stock hätten. Könnten wir es ja noch mal versuchen, aber Matsch, 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 Matsch. Hier ist so eine Lampe, können wir die nicht nehmen? So blöd. Wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen.
Immer schon sehr, sehr leise. Du kannst schleichen, wenn du dich leiser fortbewegen willst. Halte, um zu schleichen, RT gedrückt. Ja, mache ich ja. Da geht's raus, oder? Ach, man ist ja so, man fängt ja selber an, schon vorsichtig zu sein. Also. Ne. Das heißt, wenn ich leise sein soll, dann fange ich selber an, irgendwie zu flüstern. Das ist aber nicht Sinn und Zweck des Games. Aber das ist mega nice gezeichnet. Also, kleiner Geheimtipp, das Game. Ich habe das auch nur bei Steam entdeckt, weil es halt reduziert war. So, warte mal. Fünf. Du brauchst, warte mal. Verriegelt, du brauchst den überflutete Zelle Schlüssel. Ah, okay. Ja, da. Vorne brauchen wir halt Licht. Das bekommen wir irgendwie nicht. Müssen wir wieder zur überfluteten Zelle, um da irgendwie einen Schlüssel zu holen. Käfer sammeln wir ein. Die könnten auch lecker sein. Hier sind noch Pilze. Geht's übrigens auch noch lang. Ich glaube, die Tür können wir auch nicht öffnen. Oh. Wir wurden entdeckt. Schnell weg. Aber umso schneller sind wir an der Zelle, wo also die überflutet war. Ja, Glück gehabt. Ja, noch mal ein bisschen leise sein hier. So, waren wir hier eigentlich schon? Da nicht die Fackel nehmen? Nee. Fehlt uns der Stock. So. Aus der Zelle sollen wir jetzt hier den Schlüssel holen, sozusagen. Hier muss ja ebenfalls einer sein. So, bei einem fluschigen Flundern, was glaubst du, was das werden soll, Kleiner? Trampelst du einfach so ungefragt in meine Zelle? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Naja, nö. Denn ich habe selbst keinen Schimmer. Du gekommen, um mich auszurauben, kleines Spitzgesicht. Nö. Ach, wir sind doch eine Maus, steht hier auch. Also die Ratten sind die Bösen, wir sind die Mäuse, sind die Guten. Jede Reise bei der eine Maus an Bord war, ist in einer Katastrophe geendet und es war immer eine Maus an Bord. Also, was willst du, Maus? Hast du mir dabei geholfen, aus meiner Zelle zu fliehen? Sieh dir meine Ketten an, Kleiner. Was sagt dir das? Sieht es aus, als könnte ich dir helfen zu fliehen? Weiß nicht. Ja, schätze, es gibt so einiges, das du nicht weißt.
Nun. Ja, kommen wir. Hilfe können wir immer gebrauchen. So, bist du sicher? Und was bringst du für mich? Springt er. Vielleicht könnte ich den Schlüssel für deine Ketten finden und dich befreien. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Vielleicht könnte ich dir was zu essen besorgen. Nein, ich habe alles, was ich brauche hier. Schön muffige Luft. Zahlreiche Fliegen zum Essen und ich habe meinen eigenen Stuhl. Gibt da nur eine Sache am Ende des Ganges. Die schlafende Wache. Geh hin und erwürge sie für mich. Weil er mich einen Piraten genannt hat. Dann machst du das also für mich. Ich könnte es versuchen. Ach, Kleiner, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich würde doch niemals sowas von dir verlangen. Das mache ich schon selbst, wenn die Zeit reif ist. Warum stiehlst du dann nicht einfach eine Flasche von seinem Fusel für mich? Und ich schaue mal, ob ich dir helfen kann. Okay. Könnten sie ja mal versuchen. Wir dürfen uns aber nicht zu lange dann da aufhalten. Vielleicht schaffen wir es ja, eine Flasche zu klauen. Uns dann schnell zu verkrümeln. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Lösungsweg. Gottes Willen. War eine leere Weinflasche robust genug, um eine harmlose Wache ins Reich der Träume zu schrecken? Vorausgesetzt, du zielst gut. Kann für Ablenkungsmanöver verwendet werden oder um einen hochgelagerten Gegenstand herunterzuholen. Ja, das war wohl nix. Gehen wir mal wieder ins Verstecke. Aber wir haben jetzt noch kaum Energie verloren, also von daher. Das mit dem Wein hat nicht ganz so geklappt, würde ich sagen. Aber wir können es nochmal versuchen. Ich hoffe, die Wache schläft dann. Ah, jetzt schläft er. Dann wäre es doch besser, ihm den Fusel so zu geben. Hier für eine Flasche. Gar nicht richtiger Wein. Okay. Was ist ein Kerzenhalter? Mausgewitz ist zwar leise, aber die Ratte hat gute Ohren. Das sieht doch gut aus. So, da wechseln wir mal die Perspektive. Ich glaube, hier hinten links war das, ne?
Das heißt nicht besonders mutig, glaube ich. Heißt das nicht, edle Maus, ganz... Ja. Aha, in dem Fall. Was hast du hier in meiner Zelle verloren, du Duckmäuse, kleiner Haifischköder? Entschuldigung, was für eine... Ja, ich hab ihn... Hab doch die Flasche. Der ist in einer schweren Bauchringflasche. Ich entspannt sie in der Tür ein. Oh, sehr nett. Hätte ich es lieber nochmal versuchen sollen, ihn zu die Wache zu erschlagen. Mal, wo ist denn unser Inventar nochmal? Ach hier. Ist eine Kerze. Kerzenhalter. Ach, wir haben schon die ganze Zeit eine brennende Kerze. Ist ja heftig. Wer doch mal sagt, es ist zu dunkel hier. Brauchst du einen Kanalisationsschlüssel? Okay. Scheiße. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall. Dein Feuerstein und Feuereisen. Die Gegenstände benutzen. Also, es heißt ja, ich könnte der Ratte einen überziehen. Warum kann ich eigentlich diese Flasche hier nicht nehmen? Banner. Flasche mit Fusel. Jo, die haben wir auf jeden Fall. Das hoffe ich nur. Scheiße. Ich hätte doch mal ein bisschen gucken sollen. Ich dachte, ach, gehst du mal geradeaus. Die Ratte pennt. Die wird das schon nicht merken. Was scheiße ist. Wenn ich da mit der Fuselflasche durch die Gegend laufe. Hoffen wir mal, dass wir ihm jetzt was geben können. Ich habe heute Nacht von See geträumt und vom Ertrinken und von einer Maus, dass ich eine Maus ertränkt habe, um genau zu sein. Und jetzt stehst du hier. Hier ist die Flasche, die du haben wolltest. Das war seine letzte. Gut, jetzt steckt mir den Flaschenhals zwischen die Lippen. Mit einem geschickten Kopfschwung schleudert der Frosch die Flasche quer durch seine Zelle. Sie zersplittert in tausend Scherben an der Wand. Jedes Mal, wenn das Spitzgesicht sich besoffen hat, muss ich sein verdammtes Geschnarche aushalten. Es hat endlich ein Ende. Ich habe getan, wonach du gefragt hast. Wirst du mir jetzt helfen? Ich habe dir mein Piratenwort gegeben. Aber ich kann wohl mal eine Ausnahme machen. Ich werde einige deiner Fragen beantworten, was du willst von mir. So. Okay, nun, da kann ich dir leider nicht helfen. Es ist schon knifflig, euch Mäuse zu unterscheiden mit euren Ohren und Schwänzen und den albernen Hüten. Sie sind nicht albern. Ah, okay, mach was lieber freundlich. Man hat dich allein hergebracht, wie ich schon sagte.
Na schön. Dann war das deine erste Frage, die du gestellt und beantwortet bekommen hast. Sprichst du Mäusisch? Nur ein paar Schimpfwörter. Na schön. Dann lasse ich dich noch zwei Fragen stellen. Du bist in der Burg Die Ruinen am Ufer des Velisees. Gewöhne dich mal lieber schnell daran. Na schön. Du hast noch eine Frau aus Fragemaus. Überleg es dir gut, was du wissen willst. Mal überlegen. Das muss mindestens 10 Tage her sein, als sie dich hergebracht haben. Du warst mehr tot als lebendig. Na schön. Das war's für dich. Sind wir quitt? Ich hab dir mehr verraten, als du verdient hast. Undankbares Spitzgesicht, öl. Alles, was dir schuldet, sind meine Hände und da um deinen Hals. Ach ja, wie gut, dass du hier festsitzt und nur ein gesundes Bein hast. Du mieser kleiner Seufz. Ich werde dir was verraten. Wirf mal einen Blick hinter mich in meinen Nachttopf. Vielleicht findest du ja ein paar Florin, die du gebrauchen kannst. Warum? Na, ich konnte den Lauf der Natur eben nicht für immer aufhalten. Was meinst du denn? Es ist mir ein paar Florin wert, wenn du Nervensäge dann endlich von dir verschwindest. Ich sollte jetzt gehen. Bis dann. Okay. Mich wundert, er hat die Flasche immer noch in der Hand. So, wo ist denn sein Nachttopf hier, wo wir gucken sollten? Nachttopf. Mehrere Florin. Ah, toll, Florin ist ja Kohle, aber was ich ja brauche, ist ja ein Schlüssel. Schlecht wäre das natürlich nicht, wenn wir der Wache eine überziehen könnten, um die Schlüssel zu bekommen. Könnt's ja noch mal versuchen. Schlüssel bräuchten wir auch. Ah, wir haben es geschafft. Ist aber nichts wie weg hier. Okay, du verriegelt, du brauchst den. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch den Schlüssel von der Wache bekommen, oder nicht? Schlüssel. Okay, ich muss den vielleicht. Schreinschlüssel. Mal dem mal. Nö. Zellenschlüssel. Dann würde ich sagen, es wäre besser, wir würden die Kerze erstmal wegstecken. Nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich kann mal den Typen auch fest losbinden hier.
trotzdem ein bisschen schleichen. Müssen uns ja nicht erwischen lassen hier von der Maus, von der Ratte. So. Sag mal gucken, weil wir haben doch irgendwo noch eine Tür gehabt, die nicht aufging. Da sind nur die Äpfel rausgefallen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Da konnten wir uns nur verstecken. Ich war der Meinung, hier war noch eine zweite Tür. Aufpassen, die Ratte schläft. Ich glaube hier hinten rechts, ne? Oder, ach ne, hier ist eine Tür. Brauchst du einen Verlies-Generalschlüssel? Ey, ich habe doch von der... die Ratte schon ohnmächtig gehauen und... ach, hier unten könnte es auch sein, dass da der Schlüssel war. Wir haben auf jeden Fall von der Ratte einen Schlüssel bekommen. Weil der einen übergezogen haben. Mal müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir den Schlüssel auch einfach nur wechseln. Nö. Ist ja merkwürdig. Ich dachte so, wir waren so gut, weil wir der Ratte hinübergezogen haben, die hat geschlafen. Wir haben doch die Schlüssel eingesammelt von ihr. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Ja. Er verließ Generalschlüssel. Ich kann nur noch mal versuchen, der Ratte noch mal einen überzuziehen. Wir gehen mal lieber hier lang, weil hier ist ja auch noch eine Tür. Dass wir dann immer einen Blick haben. Alles klar. Schreiende Tür. Gucken, was die Ratte macht. Ah, die ist ruhig, die schläft, die sieht uns nicht. Ja, das haben wir ganz gut gemacht. Hier noch irgendwas? Nee. Und gelben Käfer. War noch eine leere Truhe, wo wir uns verstecken können. Ach du heilige Neune. Alter, das ging aber fix. Scheiße, wäre ich doch mal da in die Truhe gehüpft. Ah, jetzt lädt er einen letzten Speicherpunkt. Sehr ärgerlich. Okay, aber wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Mal gucken. Ob wir überhaupt... ja, wir haben auch beide Schlüssel schon, das ist gut. Können wir da wieder lang und müssen halt nur aufpassen, dass die eine Ratte uns halt nicht erwischt.
war die schreiende Tür. Ich glaube, wir sollten uns jetzt hier erstmal verstecken. Weil die Ratte, die ankam von da, die hat uns ja das letzte Mal erwischt. Ich weiß aber nicht, ob die einfach ihre Runden zieht. Natürlich mit Speichern geil gemacht, ne? Du drückst einfach einen Stick in der Mitte. Ist gespeichert, ey. Jetzt macht die hier ihren Rundgang. Stecken wir uns lieber hier erstmal. Wäre natürlich schön, wenn die sich hinsetzt und auch irgendwie schlafen würde. Dreht auch nicht um, ne? Doch, jetzt. Stuhl. Okay, so kann es funktionieren. Aber die Wache scheint auch einen Schlüssel zu haben und ich muss sie wahrscheinlich betäuben. Die auch eine Sache des Timings, ne? Ich vermute mal, deswegen bleibt die auch so lange an der einen Stelle stehen. So die betäuben können. Alter. Scheiße. Aber ich glaube, das hat wirklich mit diesem... Das hat was damit zu tun, dass wir ja die... den Stuhl wirklich verstecken müssen. Nicht verstecken, sondern... Wir stellen den da hin, die Ratte setzt sich und dann können wir Jan über den Kopf ziehen. Nee, da ist ein Hebel, sehe ich gerade. Und an den Hebel kommen wir wahrscheinlich nur ran, wenn wir den Stuhl ranstellen.
Wäre auch noch eine andere Möglichkeit. Also bei dem Spiel muss man sehr geduldig sein. Machen wir das. Schnell speichern. Das ist auch mal eine neue Variante. Weil die Ratte könnt ihr auch denken, warum ist die Tür auf, ne? Läuft auf jeden Fall da lang. Ah, da oben ist wahrscheinlich irgendwas. Ist echt übel, ne? Was für ein beklemmendes Erlebnis, ey. Man muss immer aufpassen, wo die da lang läuft. Schrankschlüssel. Weiß ich gar nicht, läuft der jetzt von rechts nach links oder von links nach rechts? Kommen da nicht drüber hinweg. Ich glaube, wir müssen der Ratte wahrscheinlich wirklich einen überziehen. Hier ist der Schrankschlüssel. So, was haben wir denn hier? Finde den Bandelier. Silbernen. Kapitän Otto Pulverfass, ein korpulentes Fass von einer Ratte. Berüchtigt von seiner kurzen Lunte war Kapitän Galeone Seehexe. Seehexe, oh Gott. Er ist vielleicht der berühmteste Pirat, der je auf dem Velisee gesegelt ist. Sein Steckbrief trägt den Kapitän Pulverfass immer. Okay. Schön, aber die Frage ist, was bringt uns das? Ich würde sagen, Nahrung. Wir essen erstmal eine Kleinigkeit.
Aber Energie ist voll aufgeladen. Mission. Brich aus deiner Zelle aus. Das haben wir gemacht. Brich aus dem Verlies aus und triff dich oben. Triff dich mit dem mysteriösen S oben auf dem Wachturm. Du bist mit dem Schlüssel aus der Zelle ausgebrochen. Sammel Rosen. Ein niederträchtiger Pirat. Finde eine Augenklappe, finde einen Kapitänshut. Okay, also unser Missionsziel ist auf jeden Fall auszubrechen. Wir brauchen Schlüssel. Denn hier ein Schlüssel oder so? Schläft ja nicht mehr allzu lange. Warum hat der denn keinen Schlüssel? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch noch eine Flasche, ne? Also einmal geht's ja immer irgendwie schief. Das finde ich auch ein bisschen scheiße. Wenn nicht noch ein. Ich dachte, wir hätten noch Flaschen. Fragezeichen über den Kopf, das ist immer ein gutes Zeichen. Aber wir sollten das mal. Feuerstein, Feuereisen. Auf jeden Fall da alles abgeklappert. Ja, irgendwie noch einen anderen Schlüssel haben, oder? Mal, ob der jetzt sitzt. Ja. Ist hier noch ein Kerkerschlüssel oder irgendwas? Nee. Ist ja merkwürdig.
Also die Ratte hat auch keinen Schlüssel mehr. Hier können wir uns wieder verstecken. Hier ist ihm denn hier noch einer erzählen, dass wir hier irgendwie der große Pirat sind oder so? Ja, bei ihm sind wir fertig, ne? Hier, Roll, wir gucken noch mal. Dass wir noch irgendwas übersehen haben oder so. Viel mehr haben wir doch hier gar nicht mehr. Wir haben die eine Tür im Hebel, da waren wir schon drin. Den Schrank geöffnet. Hier unten die Tür konnte man nicht öffnen. Nochmal gucken, wie viel Schlüssel haben wir denn jetzt nochmal? Schreien Türschlüssel. Für die schreiende Tür. Die haben wir auch schon geöffnet. So, bei der Wache bekommen wir nichts mehr. Da unten ist auch nichts. Jetzt hier wieder rechts reingehen, um da nochmal zu gucken, ob es da irgendwie weitergeht. Irgendwie noch was übersehen. Der mal wissen möchte, wir haben hier einen Stuhl. Was ist dieser Stuhl? Das ist die Zellenliste. Brauchen wir einen Generalschlüssel? Uns auch verstecken. Und noch Getreide klauen. Mit Ruhe. Was ist der Stuhl?
Na. Ja. Keine Chance. Ob die Tür jetzt hier recht schon auf ist. Eigentlich schon, ne? Wir haben ja Speicherpunkt da gesetzt. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen, ob irgendwo ein bisschen höher irgendwas hängt, wo wir nicht rankommen. Ach, das ist Schlüssel. Ach Gott, warum habe ich den nicht gesehen? So, wenn wir den haben, dann können wir endlich weiter. Boah, das ist aber ein Krampf. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also für Leute, die es schleichen mögen, sehr gerne. Anstrengend, also gerade den richtigen Weg da zu finden, und schon gedacht irgendwie, dass das Jetzt haben wir den Schlüssel. Ah, das bringt nichts. Schnell weg. Ah. Gerade jetzt, wo wir den Schlüssel hatten, ey. Oh, ich könnte kotzen. Sehr ärgerlich. Doch besser gewesen, wir hätten den Typen da betäubt, ey. War eigentlich noch eine Flasche? Nee. Das wäre jetzt hier bei dem Kerzenhalter gewesen. So, jetzt stellen wir einen Stuhl. Prima. Hier rein. Und verstecken. Spiel gespeichert. So, jetzt gucken wir mal, welcher Schlüssel das überhaupt ist. Flehende Türschlüssel.
Warum heißt das nicht fliehende Türschlüssel? Das hätte ich noch verstanden. So, mal genau gucken. Es sind ja einmal die Tür ganz unten, wo es, wo wir die Kerze brauchen, ist eine Tür. Hier rechts ist eine Tür. Geradeaus eine Tür. Hier raus. Na. Warnung, der Mechanismus der Zugbrücke ist äußerst empfindlich. Eine Reparatur durch den Schmied ist erforderlich, mit Vorsicht handzuhaben. Okay. Wahrscheinlich es schaffen. Glück gehabt. Immer. Wir verstecken uns hier nochmal in der Truhe und speichern hier gleich mal. Jawohl. Dann gehen wir hier wieder raus. Irgendwie. Nichts bewegen und dann können wir wahrscheinlich das Fass da oben wollen, ne? Ein Schlüssel hier. Die haben alle ein Taschentuch dabei. Ja, klasse. Geht nicht, weil die Karte zu schnell ist. Na, schade. Gerade den letzten Schlüssel, den hätten wir ganz gut gebrauchen können. Aber gut, wir haben ja hier gespeichert. Stärken wir uns vorher noch mal.
eine Truhe verstecken können. Ja, hier. Uns platt gemacht. Okay. Müssen wir nächstes Mal vorsichtiger sein. Aber wir wissen jetzt, wie es geht. Essen. Schon ohnmächtig, das ist gut. Okay, da haben wir Glück gehabt. Das speichern wir jetzt auch nochmal. Jetzt haben wir es natürlich das Problem. Das Fass. Wir haben eins gerollt. Irgendein Gegenstand, den wir werfen können oder so. Ja, kratze ich erstmal am Hintern. Stöcker. Noch mal rüber. Ein paar Stöcker mitnehmen und den ablenken. Müsste das eigentlich funktionieren? Haben wir, ne? Wir müssen ja nochmal wechseln. So, Stock haben wir genommen. Nochmal schließen. Überbraten.
Oh, hab ich ein Glück gehabt, ey. Wird auch gleich mal gespeichert. Boah. Heftig, heftig. Verlieskarte. Sobald du eine Karte von einer aktuellen Standort hast, kannst du LB halten, um schneller auf sie zuzugreifen. Kannst ja deine Karten auch über dein Inventar ansehen. Du bist nicht müde. Ja, hier. Geht's in die Freiheit. Wie ein Stuhl, ne? Ah, verließ Generalschlüssel. Alter, ich bin im Burghof. Ist ja richtig schön hier. Hier mal einen schönen Screenshot. Oh. Wollte eigentlich nicht passieren. So, Screenshot haben wir gemacht. Speichern tun wir nochmal. Ich speichere erst, wenn du deinen Verfolger abgeschüttelt hast. Spiel gespeichert. So, ich würde auch sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Hat eigentlich Spaß gemacht. Ist gar nicht so ein schlechtes Game. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir es nochmal weiterzocken und sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin.